Hi Freunde, eine kurze Information vom eigentlichen Video. Diese Folge von Anno 1800 wird garantiert nicht die beste Folge sein, denn wir haben mal wieder ein bisschen Wirtschaftsprobleme und ich fall auch so ein bisschen in einen kleinen Rant rein, vielleicht zwischendurch, weil ich das Gefühl habe, keinen Fortschritt zu machen. Ich wollte aber nur sagen, ich habe mir jetzt Gedanken darüber gemacht. Keine Sorge, das Projekt wird natürlich fortgeführt. Also es macht mir immer noch unglaublich Spaß, auch wenn das in dieser Folge vielleicht jetzt nicht unbedingt rüberkommen wird. Es geht so ein paar Sachen, dass ich es nicht so toll finde bei 1800 im Gegensatz zu anderen Anno-Teilen, dass man da so extrem schnell in Stress gerät, wenn irgendwas fehlt. Und ihr werdet sehen, was ich meine. Wie gesagt, ich will nur sagen, keine Angst, das Projekt wird immer weitergehen. Ich habe mir auch Gedanken gemacht, die nächsten Folgen. Ich werde wahrscheinlich vor allem darauf hinarbeiten, erstmal, dass die Folgen kürzer werden. Mit diesen fast immer eine Stunde Folgen bin ich selber nicht so zufrieden. Und ich möchte darauf hinarbeiten, die Wirtschaft jetzt komplett gut laufen zu haben, um dann endlich wirklich Fortschritt zu machen. Denn ich möchte auch gerne wieder zu dieser Story, die ich ja versuche zu erzählen, zurückkehren. Wozu ihr übrigens immer noch gerne Vorschläge machen könnt, ne? In die Kommentare alles damit. Auch Namen, Hintergrundgeschichten, alles, was euch einfällt. Und wenn ihr auch nur eine Insel haben wollt, ihr wollt ja Gouverneur einer Insel sein, von mir aus. Egal. Ich möchte gerne wieder zu den Story zurück, aber diese Folge und wahrscheinlich die nächsten werden sehr wirtschaftslastig sein, weil ich erstmal versuchen möchte, alles zu fixen. Ich hoffe, ihr versteht das. Ihr habt bitte Geduld damit. Das Projekt wird hoffentlich bald wieder in zu seiner alten Glorifizierung aufsteigen. Das war ein falsches Wort an dieser Stelle, ist mir jetzt aber egal. Das wollte ich euch nur kurz mitteilen. Viel Spaß bei der Folge. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao. Journal der Fairhaven-Kolonie, 6. August 1800. Ich habe Nachricht erhalten, dass unser Flaggschiff in der neuen Welt angekommen ist. Dies dürfte bedeuten, dass sehr bald die Ölquellen auf Arc de Jaguar angezapft werden. Wir erhoffen uns dadurch, die neuen Kraftwerke in Fairhaven betreiben zu können. Smithy hat in der Zwischenzeit seine Pläne umgesetzt, das Schwerindustriegebiet umzustrukturieren. Damit will er erreichen, dass so viele Gebäude wie möglich an nur einem Kraftwerk angeschlossen werden können. Und auch generell soll alles übersichtlicher und optimierter laufen. Ich bin froh, dass wir zumindest ein wenig Fortschritt verzeichnen können. Denn leider scheinen die nächsten Probleme schon auf uns zuzukommen. Wie ihr seht, meine Freunde, habe ich mal ein bisschen das Schwerindustriegebiet ein bisschen besser angereiht und so, dass alles ein bisschen schicker aussieht und es ein bisschen besser funktioniert. Erstmal natürlich so, willkommen zurück zu Anno 1800. Ein weiterer Vorteil ist übrigens dadurch, dass der Öltanker schon fertig ist. Allerdings feststellen müssen, dass Nähmaschinen ein bisschen Mangelware sind mittlerweile. Deswegen würde ich sagen, wir bauen mal eben schnell eine weitere Nähmaschinenfabrik auf. Die Rohstoffe sollten wir ja haben. Und auch wenn das jetzt wieder ein bisschen hässlicher aussieht als zuvor, bauen wir es jetzt erstmal einfach dahin. Machen wir hier Achso, da sind ja Bäume im Weg, genau. Wartet mal kurz. Ich bin da alles weg. Ey, was ist denn da jetzt noch im Weg? Ich hab nämlich auch ein bisschen grüne Bepflanzung gemacht, wie man jetzt vielleicht gemerkt hat. Ja. Machen wir da noch eine Straße hin? Dann sieht das auch wieder ganz gut aus, meiner Meinung nach. Du kriegst jetzt erstmal die Ware und dann fängst du hoffentlich an, Nähmaschinen auch zu produzieren. Was habe ich? Und daraus folgend sollten ein paar mehr Nähmaschinen ankommen. Dich können wir noch ausbauen zum vollwertigen Markt. Wie teuer ist eigentlich so eine Nähmaschinenfabrik im Unterhalt? Das ist natürlich auch noch wichtig. 500, ja, das geht noch.
Das geht doch noch. Hauptsache erstmal wieder in die positive Bilanz kommen. Sobald Nähmaschinen jetzt auch noch produziert werden, sollte das eigentlich kein Problem sein. Dann gehen die hier hoffentlich wieder hoch. Pelzmäntel sind auch wieder ein bisschen Mangelware. Gucken wir auch mal direkt gleich nach. Warum denn überhaupt? Also an welchem Ende das Problem herrscht. Und es ist die Baumwolle natürlich. Da müssen wir dann wahrscheinlich ein bisschen mehr Baumwolle aus der neuen Welt rüber schaffen. Aber jetzt natürlich erstmal was viel Wichtigeres in der neuen Welt. Wir wollen natürlich endlich... falsche Insel. Hier. Unser Öl rüberbekommen. Du hast schon alles abgeliefert. Haben wir das schon gemacht letzte Folge? Ja, haben wir scheinbar schon gemacht. Dann können wir ja jetzt, wenn das Spiel mich lässt und nicht so viel leckt, mal die Sachen bauen. 1, 2. Was fehlt denn jetzt? Stein und Geld, okay. Oh, wir haben wieder ganz schön viel Geld verloren. Irgendwie verständlich. Haben wir noch gerade ein paar Missionen am Laufen? Müssten wir eigentlich. Hier zwar gerade keine, aber in der alten Welt doch, genau. Bist du schon auf dem Rückweg? Du bist schon auf dem Rückweg. Hoffentlich schaffst du das innerhalb von den 17 Minuten. Auch wenn du gegen den Wind steuerst, leider. Hoffen wir mal das Beste. Hier ist uns übrigens unser Öltanker, der jetzt fertig ist. So. Wir sind scheinbar wieder halbwegs im Plus. Ich nehme daraus, dass die Nähmaschinen, ja, die scheinen wieder gut auf Lager zu sein. Das ist sehr, sehr gut. Und Pelzmäntel. Baumwolle ist halt immer noch nicht da. Auf ihren Befehl. Wann kommt denn mal ein Schiff wieder aus der neuen Welt an? Irgendwie ist diese Handelsroute wieder ein bisschen geworden. Wir gehen mal kurz in die neue Welt. Wo stecken die denn? Einer ist gerade auf dem Weg in die alte Welt zurück. Der andere ist wahrscheinlich gerade dazwischen unterwegs. Wäre schön, wenn das ein bisschen schneller gehen würde. Vielleicht sollten wir ein drittes Schiff noch auf die Route packen. Wir gucken mal ganz kurz nach Fairhaven. Wir haben ja auch letztes Mal ein bisschen die Rumproduktion wieder ausgebaut. 110 Tonnen Rum. Bereit für den Einsatz. Oh, Krankheit ausgebrochen. Wieso ist hier schon wieder eine Krankheit ausgebrochen? Mobilisier hier mal. Los. Wir haben den Rum ja... Ne, den Rum haben wir gar nicht ausgebaut. Die kriegen jetzt aber Rum von einer anderen Insel. Ne? Wenn ich mich richtig erinnere. Die bekommen Rum von einer anderen Insel. Und wir sind schon wieder im Minus. Handwerker und Ingenieure. Wieso sind wir im Minus, Freunde? Weil Nähmaschinen immer noch nicht wirklich gut laufen. Schauen wir mal ganz kurz ins Lager rein. 3 Stück gerade auf Lager, also langsam scheint es sich zu verbessern wieder. Gucken wir mal. Jetzt sind wir wieder 3 auf Lager. Du bringst gerade wieder eine weitere. Ja, also nach und nach kommen scheinbar wieder mehr Nähmaschinen. Wahrscheinlich bräuchten wir eine weitere Nähmaschinenfabrik noch. Oder? Jetzt sind mal 4 da. Oder das braucht halt wahrscheinlich einfach nur. Kann auch sein. Naja. So, neue Welt. Wie sieht's aus? Ne, wir lassen Rum hier hinliefern, ne? Wenn ich das gerade richtig in Erinnerung habe. Also erstmal, hier fehlt ein Schiff. Du brauchst ein Schiff. Haben wir gerade ein... Du. Zur Stelle. Pharao 2. Die Pharao 2. Ist übrigens, die Folge fängt mal wieder gut an für mich. Also ganz am Rande erwähnt. Ich wollte nämlich eigentlich ein bisschen mal in die Gänge kommen, die Folge. Aber ja, ihr seht ja, wie es läuft.
Nee, Rum wird gar nicht zu nach Lantia gebracht und von dort aus nach Fairhaven. Also müssten wir, wenn dann hier generell die Rumproduktion halt ausbauen. Was gar nicht mal so dumm wäre eigentlich zu machen und dann halt hinzugehen und zu sagen, wir beliefern mit dem dritten Schiff Fairhaven. Das wäre, glaube ich, gar nicht mal so dumm. Baumwolle ist nämlich eindeutig. Hat sich verringert. Genug da. Also gehen wir jetzt mal hin und bauen einen weiteren Clipper. Wir sind schon wieder so weit im Minus. Schon wieder wegen Handwerker und... Oh, Leute! Nähmaschinen sind doch jetzt voll da. Also irgendwas... Ja, eure scheiß Pelzmäntel, ich weiß. Dann kauft die doch ein. Ich kaufe die doch eigentlich schon ein, oder? Ja, ich kaufe die eigentlich schon ein. Spielstand gespeichert. Wir brauchen mehr Baumwolle, eindeutig. Deswegen der weitere Clipper. Ein guter Anführer kennt alle verfügbaren Waffen. Von welcher Insel hat er jetzt schon wieder einen Teil gekauft? Fairhaven zum Glück nicht. Aber wir kaufen... Ja, Klempten wieder. Okay, wir kaufen aber jetzt das Ding nicht sofort zurück, weil das gerade uns ein bisschen Guthaben sichert tatsächlich. Ja, Baumwollplantagen. Ihr habt eigentlich genug. Ich muss einfach nur das weitere Schiff hin. Aber Rum wird dann das Problem werden. Schätze ich mal. Werden wir sehen. So. Du nimmst an Bord Steine. Schiff unter Beschuss. Dann fährst du zurück. Nicht hierhin. Nach da. Ich glaube, Vater hätte dich gemocht. Hä? Wieso bist du wieder da? Feindliches Ziel erfasst. Wir gucken gleich mal kurz in die Diplomatie rein. Ich bin gerade echt ein bisschen verwundert, warum. Sagen wir mal das Treibgut hier ein, bitte. Kanon, okay. Scheinbar kein Schiff verloren gegangen, was wir brauchen eigentlich. Das ist gut. Wir sind immer noch unterwegs, dann kommt ihr mal wieder hierhin zurück. Ja, es könnte echt knapp werden. Achtung! Hoffen wir einfach mal, dass wir es schaffen. So, nee, du bist immer noch in Schutt und Asche. Wieso hast du dich gerade wieder zu Wort gemeldet? Hä, sie ist wieder da? Wieso zur Hölle ist sie wieder da? Hä? Jetzt bin ich verwirrt. Da sind auch tatsächlich Piratenschiffe. Drei Linienschiffe von ihr. Ich würde sagen, die knüpfen wir uns direkt mal vor, bevor die Stress machen. Halt. Kommen die Piraten etwa immer wieder und wieder? Das, bringt ein bisschen meine Story durcheinander, die ich versuche zu erzählen, um ehrlich zu sein. Laufen Koordinaten an. Ja, Jungs, wir... werden dann mal wieder einen Krieg gegen die Piraten ziehen. Wohl oder übel. Weil ihr macht erstmal hier halt. Ja, außerhalb der dicken Bertha, das ist gut. Das ist sehr, sehr gut. Okay. So, du bist da, dann gib mal bitte den Stein ab. So, Stein ist abgegeben, dann... Mag sie nicht. Hä? Ich habe doch gerade 50 Steine hier rübergebracht. Achso, ich habe wieder... Ah, oh, ich Idiot. Ich bin schon wieder ein Idiot. Yeah, yeah. Schon wieder ein Idiot. So, wir brauchen ein bisschen mehr Geld. Dafür lohnt es sich aufzuwachen.
Ihr habt Bananenmangel. Wieso habt ihr Bananenmangel? Ihr könnt keine eigenen Bananen herstellen. Also kriegt ihr Bananen geliefert. Ja. Man kriegt Bananen aus Dingens geliefert. Können wir vielleicht, warte. Vielleicht können wir das auch anders regeln. Wir sind dabei, aber unter einer Bedingung. Es steht uns frei, wie dir, unsere eigene Geschichte zu schreiben. Nein, wir können kein Saatgut Bananen holen. Schade. Okay, dann müssen wir... erwarten neue Horizonte. Wie viele Bananen werden rübergebracht? Dann mache ich mal auf 50 hoch tatsächlich. So. Verhelfen dürfte eigentlich genug Bananen haben, hoffe ich. Ach, Land hier, nicht Verhelfen, Land hier. Nein, die haben quasi null. Fuck. Das ist nicht gut. Wir brauchen mehr Bananen. Gespeichert. Bei Fischöl und das sind. Wir brauchen eigentlich nur eine weitere Küche. Wir brauchen eine weitere Küche. Äh, 30 Sekunden. Also auf eine Küche kommt ein Feld. Wir haben jetzt 1, 2, 3, 4 Küchen. Wir haben 3 Felder. Dann brauchen wir dann doch noch ein weiteres Feld. Und kommst mal dahin. So, ja. Und hier 30 Sekunden, 30 Sekunden. Also eigentlich bräuchten wir noch ein weiteres Fischöl-Ding dann auch. Ich verstehe das mit dem Hafenbau ehrlich gesagt nicht. Naja, egal. Da passt es hin. Dann kommt es dahin. Mehr Fischöl. Und mehr Bananen. Weil die hier gerade auch unliebsam werden. Vom Stapel gelaufen. Her damit. So. Wenigstens eine Aufgabe erledigt. Sehr gut. Sie haben sich also irgendwie durchgebracht. Was haben wir da bekommen? Bergmann. Produktivität plus 20%. Wir haben ja eine nette Handelskammer. Die, und wieso sind wir jetzt schon wieder die Nähmaschinen? Unsere Zufriedenheit liegt nur knapp über dem Median. Pelzmäntel, ah, toll. Guck mal, der Bergmann jetzt. Achso, der ist auf dem Schiff, ne? Das ist dämlich. Ah. Zack, zack. Baumwollstoff mal eben drüber, der gerade wieder voll ist. Weshalb auch immer, plötzlich. Keine Ahnung. Der Bergmann. Alumin und Steinbrüche. Ja, kommst du einfach so lange rein, auch wenn die gerade nicht perfekt steht. Gosse klebt ihnen unter den Sohlen. Ich habe gerade einen Auftrag für dich erledigt. Hör doch auf zu meckern, Mann. Und hier wird's jetzt ernst. Wir kriegen Besuch, Freunde. Wir bekommen Besuch. Alter, langsam geht mir das aber echt auf den Senkel, dieses ständige Minus-Sein. Bei aller Liebe, so sehr ich dieses Spiel mag, ne, aber so wie du hier teilweise echt in Stress gerätst, ist es echt unschön. Muss man in dem Fall echt, muss ich in dem Fall einfach klipp und klar leider sagen. Echt nicht so toll. So, die Linienschiffe der Piraten sind wieder erledigt. Dann fahrt mal nach hier oben. Aber in einem etwas größeren Bogen, wenn ich bitten darf. Es geht schon wieder was runter. Vor allem, ich habe halt echt auch noch keine Ahnung, wie genau ich diese Handelsrouten optimieren muss.
Also von der neuen Welt in die alte, beziehungsweise umgekehrt. Ach, Mann. So, egal, wir haben jetzt Öl in der neuen Welt, ne? Wir haben das Ding jetzt ne, wir wollten es bauen, weil Steine fehlen. Ja. So, diesmal aber auch wirklich die Steine nehmen und nicht das Lehm. Dann kommst du damit bitte hier rüber. Steuermann! Mitte kostet nicht so viel im Unterhalt. 250, naja. Könnte besser gehen. Was, ich hätte auch gerne tatsächlich bei den eigenen Handelsrouten die Möglichkeit, wie beim Ein- und Verkauf zu sagen, bis zu diesem Level einfach nur nehmen und rüber schaffen. Damit halt nicht die eine Insel dann die andere total fertig macht. Wenn ihr versteht, was ich meine. Weil der nimmt ja jetzt wieder alles mit, was diese Insel zu bieten hat. Was echt nicht so toll ist. Wir werden wahrscheinlich einfach mehr Bananen produzieren müssen. Dann produzieren wir halt mehr Bananen. Kommt hier noch eine Fischölfabrik hin. Die kriegt natürlich ein Lagerhaus. So. Dann brauchen wir auch noch eine weitere Küche. Kommt auch hier hin. Also wie gesagt, das finde, muss ich echt sagen. Also ich fand, in den alten Anno-Teilen geriet man nicht so schnell unter Stress, wenn irgendwie was nicht so gut lief. Und ja klar, gehört zum Spiel dazu, verstehe ich. Ich kann auch verstehen, dass manche vielleicht Spaß dran haben. Ich mag es halt gerne, wenn solche Aufbauspiele auch wirklich mal eine etwas ruhigere Phase einem gönnen. Muss ich in dem Fall ganz klar sagen. Wir wären dann soweit. Wahrscheinlich überall rot. Zurück. Oh, gütiger, ich habe sie für den Fotografen gehalten. Machen wir das mal so. Sie können doch nicht. Ich meine, sicher, die Ausgabe darf nicht in diesem Zustand gedruckt werden. Natürlich wissen Sie, was das Beste ist. Wo können wir denn noch Bananenfelder hinklatschen? Ganz gut. Wahrscheinlich hier hinter einfach. Weil hier ist der Holz. Sind die Holzfäller, die das normale Holz produzieren. Okay, dann können wir noch Bananenfelder hier einfach hinklatschen, glaube ich. So. Müssen Sie sie denn gleich ganz versenken? Ja, muss ich. Okay. Flaggschiff steht zu Diensten. Dann sollten die gebackenen Bananen hoffentlich wieder ein bisschen besser laufen. Du baust jetzt das Ding hier bitte auf. Danke. Und dann brauchen... Schiff unter Beschuss. Okay, das müssen wir mal ganz kurz nachgucken. Erledige ich das Ding bitte sofort. Danke. So, jetzt brauchen wir... Erstmal muss die Straße da wieder weg. Brauchen... Die Straße kann... Ein bisschen daneben. So kann die. Da. Hä?
Oh, das braucht Stahl. Okay, ich verstehe. Okay. Oh, Noel, wir produzieren hier in der neuen Welt ja auch noch gar keinen Stahl. Fällt mir gerade mal so ein. Mhm. Sind unterwegs. Dann müssen wir das mal eben machen. So, ihr habt einen... Achso, weil ihr auch Bananenmangel habt. Wieso habt ihr auch Bananenmangel? Ihr produziert selber Bananen. Schiff unter Beschuss. Was ist das? Achso, das ist ein Touristenschiff, ne? Hi. Kümmert euch mal um das Ding. Dankeschön. 23 Minuten Aufnahme und schon wieder mal nichts hinbekommen, ey. Spielstand gespeichert. Ja, man merkt es mir an. Ich bin zurzeit echt ein bisschen unzufrieden, wie das hier läuft. Keine Angst, nicht so unzufrieden, dass ich es abbrechen werde, aber... Ja. Ich glaube, ihr könnt ganz gut nachvollziehen, wie ich das meine. So, du verkaufst doch Stahl, oder? Nein, du verkaufst keinen Stahl. Das heißt, wir müssen hier unbedingt Stahl produzieren. Aber wir holen Stahl jetzt erstmal von hier ab. Oder? Wo habe ich das Flaggschiff hingeschickt? Das macht gerade gar nichts. Achso, doch dahin geschickt. Ich muss jetzt Stahl bitte erstmal hier ab. Danke. So, alte Welt. Was ist denn schon wieder bei euch los? Als ob die Pacemantel so viel plötzlich ausmachen. War doch die ganze Zeit nicht so. Oder machen wir das einfach anders? Ausgebrochen. Achso, ihr seid unzufrieden, weil ihr keine Pacemantel habt. Die Waffenruhe wurde beendet. Klar. Achso, und die Dingens ist wieder weg. Okay. Auch ich habe Frau und Kind. Verstehe. Schiff unter Beschuss. Na, kriegt ihr das jetzt noch zu zweit hin? Kriegsschiff meldet sich zum Ich weiß nicht, warum die Rest der Flotte sich dazu entschieden hat, zurückzubleiben. Aber wahrscheinlich weiß wieder auch. Doch, ich kann mir gut vorstellen, woran das liegt. So, ihr nehmt mal hier das Treibgut auf. Achtung, Admiral am Perfekt. Plus die, ihr fahrt jetzt mal bitte alle wieder zurück nach hier unten. Danke. Dann gebt ihr die Geschütze ab und... Alter! Minus 1000 noch was wegen Pelzmäntel. Es kann... Oh. Ja... Entschuldigung, dass ich echt so mies deswegen drauf bin, aber... Tut mir leid, das ist teilweise echt übertrieben. Segel! Man kommt nicht mehr dazu, wirklich in Anno mal, wenn man es halt einfach mal will, zu genießen. Das Spiel einfach zu genießen. Und... Ja... So, du bist da. Das bedeutet, du heißt Schreck. Schreck kommt jetzt mit auf die Route hier. Wo ist Schreck? Da. Annehmen. Jetzt liefern drei Schiffe diese Route. Das wird ja jetzt wohl hoffentlich klappen. Können die Baumwollproduktion auch nochmal ein bisschen ankurbeln, wenn es sein muss. Eine Minute, 30 Sekunden, das heißt zwei Felder auf ein Ding. Haben wir hier noch ein viertes Ding hin.
oder 144. Ach, verdammt, falsches Ding. Das war das falsche Ding. Willst du jetzt bauen, bitte? Danke. So. Dann haben wir das auch nochmal ausgebaut. Ihr habt jetzt hoffentlich wieder genug gebackene Bananen. Auch genug, dass es dann rübergeschifft werden kann. Bereit für den Einsatz. Dass ihr dann hier unten genügend habt. Och Gott, hier ist auch noch eine Krankheit ausgebrochen. Ja, wieso mobilisiert ihr nicht die Kräfte? Mein Gott. Stillstand. Ah! Schon wieder eure scheiß Pelzmäntel? Ja, schon wieder eure scheiß Pelzmäntel. Toll. Okay, wir machen das jetzt anders. Verhaven. Bitte einen weiteren Clipper. Wir bringen jetzt auch noch Kaffee rüber. Jetzt war die Frage, wie viel Kaffee brauchen wir? Wie viel Kaffee konsumieren Ingenieure? So, alte Welt, wir brauchen Aufträge. Um uns über Wasser zu halten. Ja, komm, sag mal her. Was sollen wir machen? Du findest es aufregend. Fregatte zerstören und die ist gerade sogar in der Nähe. Dann machen wir das doch eben. Neue Ziele? Ja, warte, beziehungsweise. Du erstmal. Hey. Handelsmenü öffnen. Fahr mal näher ran. Danke. So. Die Geschütze und Kanonen rüberbringen, bitte. So, Kanonen haben wir schon. Flotte erwartet Befehle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay. Zerstört bitte diese Fregatte. Was ist das denn für ein Schiff? Kann ich nicht anklicken. Wieso kann ich es nicht anklicken? Keine Ahnung. So, wir haben aber das... Achso, wir brauchen noch den Stall. Nur dank deiner Pflege konnten sich alle so schnell erholen. Wieso haben wir hier plötzlich so wenige von euch? Achso, weil ich so viel Neues gebaut habe. Okay, mein Fehler. Entschuldigung. Man muss ja auch mal selbst reflektieren und eigene Fehler erkennen. So. Ich lebe. Die sollten hoffentlich reichen, die Häuser. So viele waren es ja nicht. Wie viele bringt ihr? 10. Schiff, ja, sollte reichen. Beschuss. So, ihr habt jetzt die Fregatte eingeholt. Stillgestanden. Der Admiral. Versenkt bitte einfach diese Fregatte. Dankeschön. Da ist ja ein Clipper von ihm unterwegs. Da ist ein Linienschiff von ihm unterwegs. Und das ist halt auch etwas, was mich echt nervt. Also, bei aller Liebe, wie kann der sich bei dieser Insel, wir sehen, welche Rohstoffe er hat, so gut über Wasser halten. Ne, nur mal so zur Info, wir wissen genau, was Bierprobleme auslösen können. Vor allem, während er ja mit fast allen, mit allen im Krieg steht. Kann ja auch irgendwie was nicht stimmen, oder? Einfache Logistik. So, neue Welt ist die... Ist das Flaggschiff mittlerweile da? Ja, das Flaggschiff ist natürlich da. Dann übergib mal die Stahlträger. Dann können wir endlich... So. Die Waffenruhe wurde beendet. Man sollte jetzt auch bald schon einen Zug losfahren eigentlich. Ja, wird verladen. Okay. So. Scheiß Pelzmantel, ne?
Egal. Wir brauchen eine Ölroute diesmal. Und zwar... Nee, doch, von der neuen Welt. Von da... Nach... Da. Du nimmst natürlich auf Öl. Du nimmst einfach so viel auf, wie du kannst. Ich wage nicht einmal davon zu träumen, was wir alles erreichen können. Und der Nordwind annehmen. Damit ist der erste Öltanker unterwegs. Und damit auch unser erstes Schiff, was sich windunabhängig schnell bewegen kann. So, kriegen wir das jetzt noch eingeholt oder nicht? Freunde. Oh, und warte, sie sind gerade... Ne, ich dachte, sie wären gerade zufrieden. Komm, dieses bisschen. Die Menschen lassen sie hochleben. Oh, ein Stadtfest, okay, das hilft. Das hilft ein wenig. Spielstand gespeichert. Ihr seid soweit ganz gut dabei, ne? Ja. Mittlerweile Bier in Überschuss wahrscheinlich. Wie ihr verkauft hier mal ein bisschen was. Neues Handelsmenü. Verkaufen. Bis so 100. Dann Steine verkaufen bis 150, würde ich sagen. Was habt ihr sonst noch im Überschuss? Schnaps kann... Achso, ne, ihr kriegt Schnaps geliefert, das lassen wir. Wenn die Schnaps geliefert kriegen, lassen wir das. Brot. Verkaufen bis 150, sagen wir auch mal. Brot geht nämlich gerne auch mal schnell runter, wenn wir Pech haben. Das Bier, weil es wie gesagt doch nicht in Fairhaven brauchen, wie ursprünglich geplant. Machen wir auch auf 150. Danke. So, damit wir mal wieder ein bisschen mehr Handel reinkriegen. Das könnte auch helfen. Attraktivität! Hochgegangen. Sehr schön. Ihr könnt das hier verkaufen bis 100 sollte reichen. Wobei, bis 50, oder? Ja. So, bis 50 solltet ihr das locker verkaufen können. Eure Steine. Ja, ihr lasst mal eure Steine hier. Schnaps könnt ihr verkaufen bis zum Stand von 100. Seife. Ich weiß, was wir machen können. Wir haben aber gerade kein Schiff zur Verfügung, ne? Neue Befehle? Okay, er hat sich da verkrochen, das ist gut. Mehr als bereit. Ja, wir warten eben kurz mit dem Seifen verkaufen noch ein bisschen. Wir können mal unser Flaggschiff wieder in die alte Welt zurückholen. Das können wir nämlich jetzt genau dafür eigentlich gebrauchen. Ab in die alte Welt. Ja. So, wir sind bei 35 Minuten. Ich würde es gerne dabei belassen. Wir können vielleicht noch eben die Fregatte versenken, bevor die uns wieder abhaut. Stillgestanden, Herr Admiral. Sollte ja jetzt nicht so das größte Problem sein. So, perfekt, dann fährst du das mal eben bergen. Ihr fahrt schon mal zurück nach Fairhaven. Sind unterwegs. So, du hast es geborgen, perfekt. Und dann bringst du das bitte zur Madame hier unten. Willkommen im Emporium Exotique. Sie kauft übrigens Pelzmäntel. Sollten wir mal wissen. Uns merken. Alter, das sehe ich ja jetzt erst.
Okay, das machen wir noch, bevor ich es in der nächsten Folge wieder vergessen habe. Das ist nämlich jetzt, glaube ich, dann doch ein bisschen wichtiger. Wir brauchen mehr Schnaps wieder. Reiß mal das Schienensystem hier ab. Brauchen wir ja gerade eh nicht. So. Eins. So. Und dann wirst du jetzt versetzt. Und zwar hierhin. Kohle sollten wir eigentlich noch genug auf Lager haben, dass du das auch kurz hinkriegen solltest, ohne. Versteck die Flaschen, der Boss kommt. Und das unsere, ja, das sollte nicht einbrechen. Sehr gut. Spielstand gespeichert. Ja, ihr kriegt ja schon Kartoffelfelder, keine Sorge. Wir stecken hier viel Herzblut rein. Ich weiß, dass ihr das tut. So. Könnt das auch noch da beliefern. Perfekt. Dann reißen wir hier allerdings wieder ein paar Bäume ab. Gelaufen. Und dann kommen hier ein, zwei weitere Schnapsbrennereien hin. Ein Schiff ist vom Stapel gelaufen. Was ist, achso, ja, die ist mir sowas von scheißegal. Alter, ich möchte gern das... Da. Danke. Du kriegst jetzt folgenden Job. Von... Achso. Nein, nicht Charterroute abbrechen. Route einrichten, Handelsroute. Von da... nach da. Ein bisschen Kef... Kaffee. Ein bisschen Kefken. Eins. Zwei. Wir versuchen es erstmal mit 100. Eventuell machen wir dann hoch auf 150. So. Viel Spaß. Achso. Wie heißt du? Ein neuer Auftrag. Hannibal 2. Ja. Hannibal 2. Los. Jetzt bringen wir Kaffee nach Verhaven. Ich hoffe, dass wir damit ein bisschen entgegenwirken können. Ja, ich weiß, ich habe jetzt gerade keinen Schnaps. Wir machen das Beste aus unserem Leben. Es ist nicht so geil, ich weiß. Aber es sollte sich bald wieder ein bisschen regulieren, hoffentlich. Wir haben schon Gegenmaßnahmen ergriffen. Vielleicht noch ein bisschen mehr. Ich guck mal eben, ob das möglich ist, da zu bauen. Oder ob er sagt, nee, das sind Schienen. Ich will nicht da bauen, wo Schienen sind. Nee, das geht leider nicht. Aber... können wir so machen. So. Dann hier wieder Kartoffelfelder. So. So, erreicht ihr noch? Ja, du könntest knapp werden. Du erreichst locker. Ist da hinten. Du könntest echt ein bisschen knapp werden. Du erreichst aber hier die Schnapsbrennerei. Okay, das sollte dann kein Problem sein, ehrlich gesagt. Wollen wir noch zwei weitere Schnapsbrennereien allerdings. So. Zwei weitere Schnapsbrennereien und dann sollte das hier auch wieder. Ihr seid Laubbäume, ne? Ja. Ganz gut klappen. Hoffen wir mal, dass es reicht. Wobei wir jetzt natürlich ein paar Bauern zu wenig haben. Yay. Nein. Wo können wir denn noch Bauern hinbauen? Wir müssen echt mal Fairhaven auch die, also wirklich den Stadtteil ein bisschen auf Vordermann bringen. Ja, es kommt locker bis nach da.
So, zieht dann mal ein. Und dann sollte sich das hoffentlich bald geklärt haben mit dem Schnaps. Jetzt sind wir schon bei 42 Minuten. Aufnahme. Mann, läuft das super. Können wir zufälligerweise eigentlich noch ein weiteres Artefakt ausstellen? Nein. Ihr Schiff ist, oh, wir haben eine Überfahrt zurückgekehrt. Expedition, habe ich ganz vergessen. Gucken wir doch noch einmal ganz kurz vorbei. Hey Jungs. Wir brauchen Sie und Ihr Feingefühl. Bei den also die Amazonen, ausschließlich um Frauen. Die Erkundung der verlassenen Küsten. Ja. Wir kommen um zu plündern, doch die Mannschaft wird hier nicht allein absperren. Blablabla. Gruppe von Kriegern, katzenartigen Bewegungen vor Ort, die Verteidigungsformationen einhalten. Kein einziger Mann. Plus 50%. Komm schon. Deine Methoden würden mich. Kriechen ist kein Zeichen von Respekt. Der Diplomat behandelt die Frauen wie Wilden, kniet sich vor sie nieder und gibt dabei U und A laut von sich. Alter, was ist das für ein Idiot? Die selbst von der Mannschaft als beleidigend empfunden werden. Eine der Kriegerinnen tritt nach vorn und rammt den Unfähigen eine Lanze in den Oberschenkel. Können wir das machen? Gespeichert. Wollt ihr Schnaps haben? Ich möchte Dynamit haben. Dynamit wollen sie. Was ist, wenn wir euch 10 Dynamit geben? Bestätigen. Machen die Kinder Neugier, treibt den Zorn, bei Anblick der Karten wird die Leuten klar, die Frauen den gleichen Drang der Abenteuern verspüren. Leider ist es zu spät, das Vertrauen der Kinder zu erhalten und sie ziehen leise mit den Geschenken von dann. Naja, haben wir es dann doch einigermaßen gut geregelt. So, das erledigt. Wieso sind hier bisher nur 2 Bauern? Wir haben doch noch genug Fisch auf Lager. Tu doch nicht so. Und die kommt auch bis nach da hinten. Na los. Als ob da immer noch nur 3 Bauern sind. Verarsch mich nicht. Schiff unter Beschuss. Das kommt auch bis nach da. Mehr als bereit. Du machst das Ding platt. Perfekt. Dreiviertelstunde. Ich schaffe es nie, die Folgen kurz zu halten. Ich weiß. Aber ich habe auch immer Probleme damit, wenn ich halt wie heute wieder nichts gefühlt schaffe in einer Folge. Möchte ich euch ehrlich gesagt auch nicht dann so, nur so kurze Folgen geben. Jetzt versenk ihn, bevor er abhaut. Komm. Eine Salve noch. Danke. Und er hat keine Geschütze verloren. Das ist echt schade. Dann gucken wir eben noch, was da drin ist. Ah, da sind Geschütze. Und Kaffee. Sehr geil. Dann fährst du bitte wieder zurück. Dankeschön. Danke, danke. So. Jetzt fehlen nur noch 3 Bauern. Die kommen ja hoffentlich auch noch dazu. In einer geeigneten Umgebung würde ich mich besser entfalten. Das ist echt traurig. Egal. So. Wir beenden jetzt die Folge hier. Am nächsten Mal kriegen sie Kaffee geliefert und hoffentlich. Ich meine, wir mittlerweile liefern doch 3 Schiffe hier mit Baumwolle. Also. Da müssen wir halt echt noch an der Baumwolle ein bisschen schrauben wahrscheinlich. Pelzmäntel in Ordnung bringen und ich möchte nämlich endlich Schlachtkreuzer produzieren und alles. Deswegen hoffen wir es, dass es beim nächsten Mal besser klappt. Bis dahin, macht's gut. Ciao.